So, Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. In der letzten Folge haben wir erstmal ziemlich viel gejagt. Eigentlich alles, was wir für die Jägerloge brauchen. Ich glaube, wir können dann auch hier bald weitermachen. Wir müssen noch die Grauhaarbichte vertreiben. Allerdings fehlt uns dafür eine Menge an Loot im Moment. Alleine nur, um Feuerpfeile herzustellen. Dementsprechend sollten wir irgendwas daran ändern. Und ich sehe gerade auch, wir haben ja nicht das Lagerfeuer freigeschaltet. Das ist natürlich ein fataler Fehler. Wir könnten aber auch einfach noch ein bisschen die Jagdgründe erkunden. Beispielsweise die hier. Moment mal, hier waren wir ja. Die haben wir noch gar nicht zu Ende gemacht. Vielleicht sollten wir das tun. Gab es hier nicht auch? Ja, hier gab es doch auch immer eine Schnellreise. Weil bei den Jagdgründen gab es meiner Meinung nach immer viele Ressourcen und die können wir aktuell sehr gut gebrauchen. Zumal wir auch für die ganzen Jagdgründe am Ende eine fette Belohnung bekommen, wenn das so stimmt, wie es uns gesagt wurde. Ach nee, stimmt, hier war genau, hier waren die Jagdgründe, wo man gar nichts bekommen hat. Aber hier ist auch noch eine Nebenquest. Okay, okay, okay. Wo waren denn die ersten Jagdgründe im Spiel? Waren das die hier sogar? Nee. Oder? Die waren doch hier unten irgendwo. Hier. Oder? Nee. Oh, hier ist auch noch eine Nebenquest, sehe ich gerade, die da aufgeploppt ist. Ja, es gibt viel zu unternehmen. Das muss man im Spiel auf jeden Fall schon mal lassen. Ist auch noch ein Banditenlager. Wo waren denn die Jagdgründe, die wir schon abgeschlossen haben? Waren die nicht hier? Hier waren sie doch. So, da gehen wir jetzt kurz hin, um die Ressourcen zu bekommen. Frag mich, warum die nicht bei allen Jagdgründen sind. Aber gut. Weil sonst weiß ich auch gar nicht, wo man die einfach mal bekommt. Ich habe jetzt keine Lust, eine Stunde hier im Wald rumzulaufen. Aber auch hier gibt es sie nicht mehr, oder was? Ach, Mist. Okay. Dann lasst uns mal zu diesem Banditenlager gehen. Das würde ich sagen, somit beginnen wir die Folge. Wir machen ein bisschen die Kleinigkeiten erstmal. Dann haben wir die später abgeschlossen. Also. Das wird mir unterwegs sicher weiter. Bisschen Heilung, genau. Ach, guck mal, hier sind viel mehr Heilpflanzen auf einmal. Das ist doch schon mal gut. Ja, hier sitzen sie alle 2 Meter weit. In den schweren Gebieten musst du echt danach suchen. Aber vielleicht ist das auch so gewollt. So, wo sind die Dinger jetzt? Ach, da hinten. Stimmt, wo hier alles so brennt. Hier sind auch noch welche. Warum denn nicht gleich so? Oh. Wow. Neu formieren. Ich wusste nicht, dass die hier schon rumstehen. Mit anderen Worten haben wir jetzt aber auch. Mehr Banditen wie die in Teufelsdurst. Ja. War eigentlich mittlerweile, nee. Also ich hoffe, wir kriegen hier Ressourcen jetzt in dem Banditenlager, um Feuerpfeile wiederherzustellen. Weil ohne die können wir die Habichte nur sehr erschwert erlegen. Hier drüben, sie ist es. Ah, verdammt. Ja, das Ganze, die hat jetzt nicht allen Ernst das ganze Dorf aufgeweckt. Aber wir haben hier die Möglichkeit, relativ sneaky unterwegs zu sein. Teilweise ist es so dumm mit Pfeil und Bogen. Ach, come on. Ach, come on. Ja, das ist irgend so ein Oberochse wieder. Ein Alarmsignal. Ah, ja.
Ja, ich glaube, die haben schon den Alarm ausgelöst. Wow. Sie nimmt die obere Route. Wow, boah, nee, 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 nee. Oh nee, ich habe schon wieder... Schon wieder nichts zum Heilen. Das geht so schnell weg immer. Das sind Leute in den Tiefen. Was ist denn mit dem los? Den kannst du nicht... Den kannst du wohl nicht killen, oder was? Ja, nice. Hallo. Den Pfeil gesehen? Der war close. Wer schießt denn da? Von da unten? Ja, das war nicht so erfolgreich. Was auch immer die Idee dahinter war. Und einen weiteren Heiltrank, das ist ziemlich gut. Und jetzt mit aller Kraft! Hey! Ist da oben! Sieht schlecht aus für dich. Nicht getroffen. Ich werde. Ah, den habe ich vergessen. Ich mach dich platt. Du stehst nicht. So. Gute Nacht. So, zwei Zahnbanditenlager. Ich hoffe, wir finden hier noch den einen oder anderen Schatz. Wäre ganz hilfreich. Wäre sehr hilfreich. Das wird gehen. Brauchen wir gar nicht. Mann, hier sind doch noch ein paar Sachen, oder? Sieht ein bisschen danach aus. So, können wir jetzt wieder... Yeah, können wir nicht. Ach, jetzt müssen wir allen Ernstes Läufer jagen, oder was? Sie ziehen weiter. Ach, manchmal verstehe ich das auch nicht. Das merkt man sofort. So, kaufen wir uns doch erstmal hier irgendeine Waffe oder so, würde ich sagen. Den haben wir. Die haben wir auch. Die haben wir auch. Ah, guck mal. Banuk Eisjägerin, das kaufe ich mir jetzt. Das rüsten wir auch mal aus. Das wollte ich mir schon die ganze Zeit kaufen. Verkauf können wir auch ein paar Sachen. Dann verkaufen wir doch mal ein paar Sachen. Gucken wir mal. Was ist hier alles? Glattes altes Amulett. Ich schätze mal, bis auf diese Chips kann man wirklich alles verkaufen. Weil die Chips braucht man wahrscheinlich nochmal später. Aber diese, ja, so Dinger hier, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht groß. Das gibt auch ziemlich gut Zeug. Und wir haben eh zu viel Zeug in unserem
Ja, Linsen, glaube ich, sollten wir auch nicht verballern. Wüstenglas. Ja, vielleicht das hier kann man noch verballern. Okay, dann würde ich sagen, gut, haben wir erstmal wieder ein bisschen was kaufen können. Kann man bei dem eigentlich Materialien kaufen, Rohstoffe? Ja, Rohstoffe. Lohe brauchen wir leider ohne Ende. Ja. Die muss leider da sein. Mal mindestens 30. Sieht's denn mit hier so Heilsachen aus? Genesungstrank. Kaufen wir mal uns voll. Stärkungstrank. Why not? Die ganzen Fallen halte ich jetzt nicht so für wesentlich. Schatzkisten. Spezialobjekte. Karte Metallblumen. Okay. Why not? Ja, kaufen wir auch mal alles. Dann kriegen wir wahrscheinlich angezeigt, wo das ganze Zeug ist, oder? Ah ja. Oder? Ah ja, jetzt sieht man das ganze Zeug hier. Okay, also wenn man das sammeln möchte, will ich jetzt tatsächlich gar nicht unbedingt. Dann können wir aber hier wieder hin, beziehungsweise hehe. Ja, da müssen wir wieder ein bisschen laufen. Was ist denn hier der kürzeste Punkt? Dann gehen wir wieder zu den Habichten und können jetzt die endlich jagen, weil wir jetzt wahrscheinlich genug Lohen erstmal haben. Aber gut, merken wir uns bei Händlern, ganz viel kaufen kann man auch verkaufen. Dann gibt es auch Platz im Inventar. Also gar nicht so schlecht. Oh. Ach, es ist auch einfach schön. Das Spiel ist doch einfach schön. Wow. So, ich baue mir mal erstmal alles, was ich brauche. Guck mal, so schnell ist zack, schon wieder alles leer. Das geht ganz schnell. Also, gehen wir mal zu den Habichten da hinten. Und dann haben wir einige Quests schon abgeschlossen wieder. Nur diese Heilpflanzen, die kann man nicht kaufen. Aber ich habe jetzt so viele Heiltränke gekauft. Vor allem den Genesungstrank, der ist ja dann instant geheilt. Das sollte erstmal reichen. Haben wir noch Dings? Fertigkeitspunkte, ja, haben wir. Hunter erhöht Ressourceninventarplätze um 20%. Klingt auch nicht schlecht. Ja, komm, das machen wir. Wird, glaube ich, unterschätzt in diesem Spiel. Aber wenn man irgendwann nichts mehr mitnehmen kann, ist es halt auch blöd. Wo ist denn hier mal ein Lagerfeuer, damit man hier nicht... War das nicht hier oben sogar? Ich meine schon. Oder war es da hinten, der Berg? Einer von den zweien hier. Oh, da hinten, das... Kennen wir den schon? Ja, Langbein, okay. Ist aber auch irgendwie gerade sehr interessant. Also hier ist sogar so eine Art... Oh nein. Ah, okay, das sind die Kleinen. Ich habe schon gedacht, wenn jetzt dieser große Vogel noch kommt, dann haben wir wieder mal ein Problem. Und hier scheint man jetzt doch ein bisschen gnädiger, die Heilpflanzen verteilt zu haben. Na gut, vielleicht war das auch nur in dem Gebiet so. Aber hier scheint jetzt echt so eine Art Sandsturm zu kommen. Das sieht natürlich auch extrem gut aus. Also, Feuerpfeile. Wir sehen Meridian, wir sehen diesen komischen Turm. Sieht man den eigentlich auf der Minimap? Was der macht? Ist das das hier? Oder wo ist das? Hier, oder was? Oder ist er hier hin? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein.
Nun denn, lasst uns mal hier hoch. Genau. Wir haben es ja schon einmal geschafft, hier hochzukommen. Ich glaube sogar bei Nacht, von daher. I trust. So, also, wo seid ihr denn, ihr Grauhabichte? So, jetzt kannst du schon mal nicht mehr Eis speien. Okay, und der dritte, der muss auch noch enteist werden. Aber warum? Warum kann er trotzdem Eis speien? Man muss echt diese Lohn nonstop kaufen, wenn man Händler sieht. Die Händler sind hier ganz entscheidend, dass das läuft. Nein! Fast wär's soweit gewesen. Aber einen sehe ich doch jetzt. Ah. Du machst dich auch mal. Du kommst auch langsamer her. Come on. Und schon haben wir wieder keine Lohn mehr. Das ist ja ganz übel hier. Will nicht sterben. So. Weg zu sein. Ja, da war ein schönen Pelz oder was soll das sein? Ich werde malen, solange ihre Geister noch da sind. Es werden wohl noch mehr kommen. Ja, es kommen immer neue Maschinen. Ihre Geister finden neue Körper, doch wir leben nur als Erinnerung weiter. Und deshalb auch die Malerei. Ein Denkmal für unsere Schamanen. Für die Weisheit, die die Kaja uns nahmen. Das Maschinenöl macht die Farbe haltbar. Und so erhalten wir auch die Erinnerung an sie. Alright. Ich danke dir, Jägerin. Ja, sehr cool. Und schon wieder dieser... Jetzt mal gucken, wo... Ach, hier unten ist das auf der Map. Ist das dann das Ding hier? Wahrscheinlich, oder? Oder noch weiter hinten? Okay, dementsprechend haben wir diese Quest abgeschlossen. Was haben wir denn noch so auf der Uhr? Ja, jetzt werde ich aber wirklich überflutet mit Symbolen langsam. Also, Jagen für die Loge. Genau, uns fehlen noch zwei Verwüste. Ein Tier, welches wir noch gar nicht gesehen haben. Und dafür müssten wir in dieses nördliche Gebiet erstmal gehen. Okay, okay, okay. Und hier ist auch noch eine Metallblume, wahrscheinlich hier oben sogar. Aber wo? Oder ist sie unten? Wenn sie jetzt eh hier oben wäre, dann nehmen wir sie mit natürlich. Aber... Warte mal, wir haben es markiert. Angeblich ist sie hier. Ich sehe sie jetzt nur nicht. Ne, sieht mir nicht danach aus. Oder da hinten. Ah, da hinten. Haha, ah, das ist cool. Ja, das wird jetzt auch angezeigt. Bekomme ich mein, klar, das ist so ein Gimmick. Muss man nicht alle sammeln. Also es gibt hier
alte Gefäße wahrscheinlich etliche. Dann gibt es hiervon noch irgendwas. Ach nee, Sterling Marklet. Dann gibt es hier auch noch so Banuk-Figur. Fragt mich nicht. Auf ihr. Genau, hier sind so Tassensymbole. Und diese Banuk-Dinger, die sind wahrscheinlich im Eisgebiet, oder? Nee. Okay. Ich habe nichts gesagt. Was gibt's hier? Stadt der Sonne. Okay, das ist dann wieder die Hauptquest. Eieiei, hier ist aber auch. Oder haben wir irgendwie in der Nähe noch so diese Verweser? Nee, oder? Okay, dann lasst uns erstmal nach Meridian und die eine Quest abschließen. Ist ja einfach nur noch schön. Erstmal speichern. So. Und dann können wir eigentlich nochmal das mit dem Tatort machen. Das war ja auch direkt in Meridian, diese eine Quest. Hallo, wo? Hier hoch. Ach stimmt, das war ja genau hier. Eine ziemlich lange Nebenquest. Aber auch die muss es geben. Du bist zum Tempel zurückgekehrt. Ich wurde eingeladen. Die Priester wollten hören, was ich über die Versöhnung mit anderen Stämmen zu sagen habe. Sie hören zu. Das ist zumindest ein Anfang. Der Weg vom Hören zum Tun ist weit. Wegen unserer Taten? Deiner Taten. Für die Trauernden ist... Es hat ihnen wohl geholfen. Du hast den Weg gezeigt. Die Reise bestimmen sie selbst. So ist das mit Priestern. Rot würde dir auch gut stehen. Nein, danke. Außerdem nimmt dein Tempel keine Frauen auf. Es wäre eine Bereicherung. Geh im Licht, Kind. Und die Sonne leite dich. Danke, Naman. Wo ich hingehe... kann ich vermutlich jedes Licht gebrauchen. Okay, ehre den Gefallenen. Haben wir getan. Wir haben eine weitere Belohnungskiste. Da können wir eigentlich auch mal wieder gucken. Eieiei, wir haben ja einiges. Da kriegen wir auch Rohstoffe. Dementsprechend sollte man die auch nicht vernachlässigen. So, gut. Tragekapazität, Rohstoffbeutel. Sollten wir upgraden? Okay, dann war hier doch jetzt diese Tatort-Quest. Lasst uns die mal machen. Diese Stadt. Und guck mal, jetzt sieht man auch das neue Outfit von Aloy. Ich fand, es kam jetzt... die ganzen letzten Male gar nicht so zur Geltung. Aber es sieht schon cool aus. Es ist ein bisschen warm für Meridian. Es ist wahrscheinlich eher für die kälteren Gebiete im Norden gedacht. Aber Hitze und Kälte spielen ja in diesem Spiel keine Rolle. Im Gegensatz zum Beispiel zu Zelda Breath of the Wild. Da musste man immer genau die hitzeresistente oder kälteresistente Kleidung anziehen. Oder dementsprechend sich auch sehr dünn bekleiden, wenn man zum Beispiel in der Wüste war. Das war immer so ein cooles Feature. Aber es sieht schon unglaublich toll aus hier. Also mit ihm sollten wir sprechen. Ich stand mit dem Rücken zur Mauer. Ich dachte nicht, dass wer zum Fenster rausklettert. Er war grau gekleidet und hatte das Schwert. Mehr weiß ich nicht. Bei der Sonne, mir blieb fast das Herz stehen. Untersuche den Tatort. Wo soll denn der Tatort? Er lässt uns ja nicht rein. Gibt es was Neues über das Schwert? Noch nicht. Ich werde sehen, was... Oder war das hier auf dem Platz? Oh, da ist eine Vorratskiste. Da sage ich nicht nein. Ah, okay. Hier kann man doch was finden. Blutstropfen, die von hier wegführen. Okay. Wo führen die uns hin? Hey, was willst du?
Ich mache dir einen guten... Was sehen meine müden Augen da? Mehr Blut. Eine Jägerin. Ich bin noch auf der richtigen Spur. Komm, unterhalten wir uns. Schattenkörper dauert, desto mehr werden die Kreise. Kauf einfach das, was du brauchst. Noch mehr Blut. Der Dieb hat sich schlimm geschnitten. Mhm. Die Spur endet hier. Aber irgendjemand muss den Dieb gesehen haben. Du wirst es bereuen, wenn ihr mit mir... Ist hier jemand langgerannt? Mit einem Schwert? Aber ja, er hat sich ein paar Stoffstücke geschnappt und rannte die Treppe darunter. Er hat geblutet, vielleicht braucht er einen Verband. Verdammt! Diese Stoffe sind teuer! Ich habe also einem Dieb Verbandszeug bezahlt. Hm. Ist das schön, Alter? Da ist ein Feuerspeier oder so. Eine Feuerspeierin, wie ich das sehe. Und da ist der Aufzug auch. Hintergrund. Wie cool. Oh, oh, jetzt? Haha. Cool. Wenn der Dieb hier war, gab es für ihn nur einen Weg. Vorwärts. Unglaublich hier. Ach, guck mal, und Aloy hat doch so wirklich Hörner. Interessant. Von dieser Maske. Oder Stirnschutz. Jemand muss ihn gesehen haben, als er hier langgerannt ist. Ist dir jemand vorbeigelaufen? Mit einem Schwert in der Hand? Ja, er hatte mich fast umgerannt. Er rannte über den Wall und fuhr mit dem Lift runter. Den holst du nicht mehr ein. Aber er hatte kein Schwert. Er hatte gar nichts in der Hand? Absolut nichts. Aber er rannte wie ein geölter Blitz. Der Dieb muss das Schwert weggeworfen haben. Aber wo? Hm. Vielleicht hat ihm jemand geholfen. Am Stand der Händlerin hätte er das Schwert schnell loswerden können. Hm, die stecken doch nicht unter einer Decke. Oh, ich finde das Outfit super schön, was wir Aloy hier gekauft haben. Aber es ist leider für Meridian nicht gut. Aber das warme Zeug oder das, was ein bisschen kühler ist, das ist halt... Da brauchen wir halt so einen Sturmvogel. Weiß ich jetzt nicht. Sieh dir diese Wagen an. Der Dieb ist anscheinend entkommen, aber ohne das Schwert. Er hat es vielleicht irgendwo abgelegt. Bei dir zum Beispiel. Was? Nein! Ich habe damit nichts zu tun. Das wird sich zeigen, wenn die Stadtwache deinen Stand durchsucht und deine Kunden befragt. Oh, bitte nicht. Hör mich erst an. Es heißt, du bist ein helles Licht in der Dunkelheit, also wirst du mir zuhören. Es stimmt. Ich hatte das Schwert und ich gab es an jemanden weiter. Es wird verkauft, aber nicht für den Profit. Die Scherben sind für Bedürftige. Und das soll ich dir glauben? Ich kann's beweisen. Meine Freunde sind bei der Wassermühle im unteren Dorf. Sie erklären dir alles. Wenn sie dich nicht überzeugen, komm zurück mit den Wachen. Ich gehe nirgendwo hin. Das könntest du ruhig. Ich finde dich. Aber na gut. Ich gehe zur Wassermühle. Okay. Das muss das Dorf gewesen sein, bei dem wir... bei dem wir in einer der letzten Folgen schon waren. Ja, genau, hier unten. Da müssten wir auch... Lagerfeuer haben. Hier gibt's nur die besten Waren, die besten Waren. Sie selbst. Können wir eigentlich jetzt auch mal diese Nebenquest hier direkt mitnehmen? Sieh dir mal diese Waren an. Wo sind hier eine Wassermühle eigentlich? Hier gibt's die besten Preise für Maschinenteile unterm Tafelberg. Keine Abgaben an den Sonnenhof, nicht wie die Gierschlunde dort droben. Sie interessiert sich doch nicht für Steuern. Ich weiß, was sie nicht interessiert. Wie gesagt, das beste Angebot für Schnappmaullinsen. Das kann ich beschwören. Bei der Sonne, spuck dir nicht in die Hände. Jägerin, ich entschuldige mich für meinen Partner. Stillen Partner. Stiller Partner? Wenn die Sonne doch nur meine Gebete erhörte. Vergiss die Schnappmaullinsen, Jägerin. Die will niemand haben. Eine Langbeinlinse würde sich dagegen wirklich lohnen. Also, was
Niemand will Schnappmaullinsen. Die sind gut und hart. Man kann sie überall reinhämmern. Wofür hältst du das? Für einen von diesen schäbigen Handelsposten? Dies hier ist Meridian. Wir haben Kultur. Ich habe Kultur. Gerade neulich sah ich mir die Jagdprüfungen an. Oh, große Sonne. Schenk mir die Kraft des Mittags. Du hast einen Sonnenstich, wenn du glaubst, dass wir hier Langbeinlinsen loswerden können. Hallo? Ich habe schon so oft gesagt, wie der Turm hoch ist. Handwerk, Kunstfertigkeit, dafür stehen wir. Handwerk gewinnt keine Kriege und vertreibt keine Maschinen. Man braucht gute, altmodische, einfach... Oh ja, einfach gearbeitete Kraft. Wenn du was Glitzerndes siehst, wirfst du es weg. Hätten Karja diesen Aufzug gebaut, wäre es nur ein schöner Schacht geworden. Die langen Jahre des Stöberns und keinen Humor gefunden. Genug! Tja. Ein deutliches Volk, diese Nora. Warum überhaupt zusammenarbeiten, wenn man sich nie einig ist? Ah, es ist eine symbolische Geste. Keine Abgaben an den Sonnenhof, wie ich schon zu Beginn sagte, Ranin. Sagt mir einfach, was ihr wollt. Eine Langbeinlinse. Eine Schnappmaullinse. Gut. Ja, dann beides. Ihr seid wohl beschäftigt. Warte. Du hast sie verjagt. Schnappmaullinse, was sagst du? Ich hab sie verjagt? Na klar. Hör zu, Jägerin. Langbeinlinse. Jäger, Wühler, bringt uns euer Metall. Wühler? Was für ein Volk willst du damit? Haben wir das nicht teilweise schon? Ich hab euch beide Teile besorgt. Also, was sagt ihr? Ich kann wohl nicht nur die eine kaufen. Es wäre die falsche. Also gib der Jägerin die Scherben für beide. Natürlich. Bitte sehr. Wenn das der Preis ist, den ich zahlen muss. Der Preis, den du zahlen musst? Die Schnappmaullinse macht vielleicht gerade so den Verlust wieder wett. Ich mache keinen Verlust, Kohlenbrenner. Dir fehlt die Fantasie, um für Langbeinlinsen angemessen zu zahlen. Ich habe Fantasie. Wenn du mit diesem Schrott herumklapperst, denke ich an deinen Schädel. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass wir keinen Schrott haben. Okay. Dass wir Klasse haben. Und ich sagte, ein Metallhändler macht sich auch mal die Hände schmutzig. Die hören nicht auf. Nein, lasst uns dann weitermachen. Die Quest war ja relativ schnell abgehakt. Mal schauen, ob wir nicht... Oh, das sieht doch hier auch schön aus. Ob wir diesen Dieb nicht noch schnappen? Beziehungsweise würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge, oder? Vielen Dank fürs Zuschauen. Liken, kommentieren nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.